Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, heute sind wir wirklich sehr off-topic, denn es geht nicht um Yu-Gi-Oh! Ich möchte gleich vorweggreifen, dass das kein Regelfall ist. Also für alle Leute, die jetzt gerade Eier flattern kriegen, oh, macht er das jetzt regelmäßig mit den Off-Topic-Videos, dafür habe ich ihn aber nicht abonniert. Nein, keine Sorge, das ist wirklich eine einmalige Sache. Sollte das also für euch wirklich null, gar nicht von Interesse sein, dann könnt ihr natürlich auch gerne abschalten. Ich persönlich finde allerdings, dass dieses Spiel und vor allen Dingen die Leistung, die dahinter steckt, eine Chance verdient hat. Und dementsprechend habe ich mich persönlich dazu entschieden, dieses Spiel in einem einmaligen Video hier zu promoten. Ja, was ist Endless Skies? Endless Skies ist ein deutsches TCG, das von Atomflunder erschaffen wurde, beziehungsweise erdacht wurde, ersonnen wurde, wie auch immer man das formulieren möchte. Atomflunder kennt vielleicht der ein oder andere von euch, der hat damals ein paar YouTube-Videos, Yu-Gi-Oh-Videos gemacht, war relativ klein, hatte wenig Aufrufzahlen und den Kanal hat er auch erstmal stillgelegt. Und hat einen neuen Kanal ins Leben gerufen, der sich eben mit seinem neuen TCG Endless Skies beschäftigt. Ich glaube, Endless Skies Official oder Endless Skies TCG oder irgendwie so heißt sein Kanal. Ich verlinke ihn auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und Endless Skies ist im Prinzip ein sehr simples Trading Card Game, das so eine Art Hommage an die alten TCGs aus den 90ern und frühen 2000ern darstellt, die vor allen Dingen durch ein relativ simples Design glänzen und durch eine enorm simple Spielbarkeit. Also das Spiel soll sehr, sehr einsteigerfreundlich sein und soll sehr leicht zu lernen sein. Ich sage hier definitiv soll, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, / konnte. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich noch. Ich bin im Endeffekt darauf gekommen, weil ich ein Video von Rising Time gesehen habe, in dem er gesagt hat, yo, hier gibt's ein neues TCG. Ich natürlich neugierig, wie ich bin. Wow, krasser Videotitel, erstmal draufgedrückt. Und da hat sich dann quasi herausgestellt, dass der Atomflunder eben dieses TCG mit dem Namen Endless Skies ersonnen hat und dass das jetzt offensichtlich tatsächlich schon in Produktion geht, zumindest testweise, so eine Testproduktion halt. Und dann habe ich mir das Ganze auch auf Instagram ein bisschen angeguckt. Ja, es gibt auch ein Instagram von ihm, verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Und habe mir so ein bisschen die Artworks angeguckt und muss sagen, ich war eigentlich im Prinzip doch recht angetan und dachte mir, okay, das kannst du eigentlich supporten. Habe ich ihn angeschrieben, ich glaube via Instagram war es, oder nee, in seinen Kommentaren. Und dann haben wir uns halt über Instagram zusammen connected sozusagen und haben dann quasi vereinbart, dass ich hier ein paar Sachen zugeschickt bekomme. Dafür mache ich hier tatsächlich dann auch ein Video zu der Thematik und zu dem Kartenspiel, beziehungsweise ein bisschen Promotion, wenn man so möchte. Ich möchte allerdings anmerken, dass ich hier nur meine absolut ehrliche Meinung zum Besten gebe. Es wird auch einige Kritikpunkte an dem Spiel geben. Das heißt, es wird hier kein hoch in den Himmel loben, obwohl es nicht verdient wäre. Ja, so. Jetzt war es allerdings so, ursprünglich war geplant, dass ich mich mit dem Spiel auseinandersetze, tatsächlich mehrere Tage und mich da wirklich reinfuchse, weil ich sollte eigentlich ein Enlightenment Deck bekommen und ein Darkness Deck, um dann mich ein bisschen reinzuzocken und euch dann noch was übers Spiel selber zu weitergeben zu können. Aber da es einfach einen Fehler in der Produktion gab, hat das nicht funktioniert. Es ist wohl so, dass viele Decks einfach total missprintet sind und ja, im Endeffekt lief es halt darauf hinaus, dass ich, so wie viele andere Influencer und YouTuber, die halt dafür Promo machen werden, bloß ein paar Promokarten bekommen werden, so wie ihr sie jetzt hier seht. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 12 Karten bekommen. Damit kann ich natürlich nichts zur Spielbarkeit sagen, ich kann mich da nicht reinzocken. Und ich meine, die Theorie muss ich euch nicht erklären, da hat er ja seine eigenen Videos zu der Thematik gemacht. Also wenn, dann hätte ich es euch hier tatsächlich physisch mit den Karten gezeigt. Das heißt, wir werden uns heute damit beschäftigen, wie sind die Karten designt und wie ist die Druckqualität. Zunächst haben wir allerdings hier noch einen Brief, den ich euch eben vorlesen möchte. Dear YouTuber Influencer, in case you make a video about Endless Skies, you can read this letter openly. I hope the promotional cards are received well, and I'm happy to support people like you with free stuff. Now let me tell you a bit about this new trading card game. Endless Skies is a new physical TCG from Germany, which will be launched in March of 2020 on Kickstarter.com, which is probably when you are reading this, so you should definitely check it out. At first glance, most people notice the classic and simplistic design of the cards. This, along with the 100% handmade illustrations, is because it is inspired by classic TCGs from the 90s and early 2000s, such as old school Magic the Gathering, Wyvern, as well as early Yu-Gi-Oh! And Pokemon. I simply was tired of new
TCGs looking boring and seeming like they are just crappy Hearthstone copies. So I made something that would stand out from the modern TCG world. The art is made by multiple freelance artists from Germany, as well as Peter Prakovnik, the illustrator that designed the infamous Wyvern TCG back in the mid-90s. Anyone who is tired of these cheap digital illustrations that are used in most of modern card games will absolutely love the art style of Endless Skies. Another advantage of Endless Skies is that you can say goodbye to overcomplicated rules. You don't need to have a master's degree in order to learn how to play. It will take a average person about 15 or 20 minutes to learn the rules. In addition to that, there is a 3-part tutorial series on the official YouTube channel where everything is explained very clear, making it even easier to understand. Enough advisement, enjoy the game and support it on kickstarter.com. Best regards. Puh, Mann, hat das viele Anläufe gebraucht, bis ich den Brief ordentlich vorlesen konnte, denn mein Englisch ist, wie man so schön sagt, unter aller Sau. So, jetzt haben wir uns aber schon lang genug die Rückseite der Karten angeguckt. Jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was uns die Vorderseite so zu bieten hat. Ja, zunächst mal möchte ich mich um den Aufbau der Karte kümmern. Eine Sache, die aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Aufbau um eine relativ simple Sache handelt, schnell abgehakt ist. Wir haben oben, wie eigentlich üblich, den Namen, in dem Fall Eltinnen, Dragon Emperor of the Underworld. Dann eben das Artwork. Unter dem Bild, wo normalerweise bei Yu-Gi-Oh! Die Z-ID ist, steht hier der Artist, in dem Fall Peter Prachovnik. Darunter befinden sich die Kosten, die man zu bezahlen hat, wenn man das Monster beschwören möchte. In dem Fall jetzt eben 1000 Health Points und 2 Shadow Beasts. Und ganz unten haben wir ATK und Verteidigungspunkte. Ganz unten links im Bild, hier relativ klein, befindet sich dann auch noch die Z-ID. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, was DR bedeutet, vielleicht Dark Revelation. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall eben die Z-ID, Sprache und Nummer eigentlich 1:1, so wie bei Yu-Gi-Oh! DR-EN01. Und das wäre es auch schon wieder gewesen, was den Aufbau der Karte angeht. Gut, als nächstes möchte ich mich etwas mit den Artworks beschäftigen. Dazu zeige ich euch jetzt mal kurz alle Karten, die ich hier bekommen habe und werde ganz kurz und knapp etwas zu den jeweiligen Artworks sagen. Das ist eben die Boss-Monster-Karte des Darkness-Decks, eben Eltinnen, Dragon Emperor of the Underworld. Design von Peter Prachovnik und ich muss sagen, das ist mein Lieblingsdesigner bisher. Das ist übrigens derselbe Dude, der auch Wyvern designt hat, falls ihr das Spiel kennt. Das ist ein relativ altes TCG, das keinen großen Erfolg gefeiert hat, leider Gottes. Es war ein TCG, das sich halt mit Drachen beschäftigt hat. Dementsprechend waren die meisten Karten auch Drachenkarten, aber die waren eigentlich alle so, wie sie da waren, sehr, sehr schön designt. Und ich muss sagen, der Zeichenstil, den er hier an den Tag legt, der ist halt wirklich göttlich. Dieses Gesamtbild einfach. Hier hinten dieser schöne, ja, nennen wir es mal Sonnenuntergang, da hinten das, was so ein bisschen wie Stonehenge aussieht und dann eben dieser mittelgroße Drache, der sich um diesen Felsen schlängelt. Es sieht einfach unglaublich cool aus. Ich weiß zwar nicht, ob das Artwork tatsächlich für einen Emperor, in Anführungszeichen, badass genug ist, aber ich muss sagen, es ist unglaublich ansehnlich und gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsartworks. Wobei ich sagen muss, dass es hier sehr, sehr viele Artworks gibt, die zu meinen, in Anführungszeichen, Lieblingsartworks gehören. Gut, weiter geht's mit Ghoul, Servant of the Dragon Emperor. Hier haben wir jetzt wieder einen etwas anderen Zeichenstil, der mir allerdings auch sehr, sehr gut gefällt. Der ist von Franco Zancelli. Der zeichnet seine Karten wirklich extrem düster, muss ich sagen. Und ich habe speziell bei der Karte so das Gefühl, dass es sich dabei so um eine richtig böse Fantasy-Tarot-Karte handelt, wenn man so möchte. Also es ist wirklich, wirklich richtig, richtig heftig. Und die gehören thematisch auch zu dem Dragon Emperor dazu. Und das ist schon mal mein erster Kritikpunkt. Wenn man sich diese beiden Karten anschaut, sind die natürlich nicht nur von unterschiedlichen Designern, sondern sie sind natürlich auch, was ihren Zeichenstil angeht, komplett unterschiedlich. Ich persönlich bevorzuge es, wenn man schon unterschiedliche Zeichenstile hat, wovon ich ehrlich gesagt kein Fan bin, deswegen bin ich auch ein Freund von Yu-Gi-Oh!, da sind die Zeichenstile nämlich immer relativ ähnlich. Aber wenn man sowas schon hat, dann bin ich ein Freund davon, dass man Karten, die zusammengehören, auch zumindest die im selben Zeichenstil designt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel den Namen nicht hätte, würde man niemals auf die Idee kommen, dass Eltinnen und Ghoul zusammengehören, weil das einfach komplett unterschiedlich aussieht. Deshalb freut es mich, dass zumindest die Servants, also es gibt mehrere davon, alle vom selben Designer sind. Das heißt, man erkennt auch alle direkt als zusammengehörig. Allein weil alle das Auge hier oben haben und auch denselben Hintergrund teilen, beziehungsweise einen ähnlichen Aufbau des Hintergrunds teilen. Das ist übrigens mein Lieblingsservant. Sieht halt einfach richtig böse aus und das Giftgrün gefällt mir extrem gut.
Dann haben wir Marit, Servant of the Dragon Emperor. Auch eine sehr schöne Karte und ihr seht, man erkennt sofort, dass diese Karten hier zusammengehören. Sie haben beide dieses Auge hier oben. Es ist einfach unglaublich cool designt. Der Hintergrund ist auch derselbe. Und auch die Art der Zeichnung ist einfach ein und dieselbe. Ja. Also es ist wirklich sau cool gemacht und ich muss sagen, das ist so eine Sache, die könnte ich mir auch relativ gut als holographische Karte vorstellen. Dann haben wir Zila, Servant of the Dragon Emperor. Auch hier wieder derselbe Zeichenstil. Bei ihr muss ich allerdings sagen, ich finde die Karte cool, sie gehört jetzt allerdings nicht zu meinen Lieblingsartworks. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber mich erinnert die Karte so ein bisschen an so einen Antagonisten aus Masters of the Universe, also He-Man mit Skeletor und wer sie noch alle kennt, so, das war halt so eine ganz alte Serie aus den 80ern, glaube ich, die wurde dann irgendwann 2000 nochmal neu aufgelegt und da kommt jetzt nochmal ein Reboot zu. Und ja, das waren halt so die Actionhelden meiner Kindheit, wenn man so möchte. Beziehungsweise die Actionhelden meiner kompletten Familie, wenn man so will. Zumindest des jüngeren Teils meiner Familie, mein Cousin auch, über den bin ich auch dazu gekommen dann. Und ich war damals ein riesengroßer Fan. Heutzutage, wenn ich mir die alten Folgen angucke, ist das schon fast zum Fremdschämen. Aber gut, sehr coole Karte auf jeden Fall auch an der Stelle. Dann haben wir Ifrit, Servant of the Dragon Emperor. Ich glaube, das war auch der letzte. Es waren, glaube ich, 4 Stück nur. Der auch Zila relativ ähnlich sieht, jetzt nicht vom Design, aber von der Farbgebung. Hätte ich mir auch gewünscht, dass hier in dem Fall vielleicht noch eine andere Farbgebung gewählt worden wäre. Ich finde, die sehen sich halt farblich ein bisschen zu ähnlich. Man könnte jetzt auch sagen, dass der Ghoul und Marit sich relativ ähnlich sehen, würde ich aber nicht behaupten, weil der Ghoul ist ja richtig giftgrün, Marit ist eher bläulich. Vielleicht, wenn man Ifrit jetzt einen etwas weißlicheren Look gegeben hätte oder so einen weiß-rötlichen Look, das hätte vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Im Allgemeinen muss ich allerdings sagen, dass mir die Artworks von Franco Zancelli sehr, sehr, sehr gut gefallen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann haben wir More Chaos. Das ist, soweit ich weiß, eine relativ generische Zauberkarte, die sich übrigens dadurch auszeichnen, dass sie nicht nur einen unterschiedlich blau schattierten Hintergrund haben, sondern auch dieses Penta-Hexagramm, oder ein Pentagramm müsste das sein, hier im Background haben. Auch relativ evil, auch von Franco Zancelli. Von der Optik her müsste das auch zu den Servants gehören, ist aber relativ generisch, weil man sich durch diese Karte entweder einen Eltonen oder eine Soraya raussuchen kann, was ja das jeweilige Bossmonster des anderen Decks ist. Also Eltonen ist das Bossmonster vom Darkness Deck, Soraya das Bossmonster vom Enlightenment Deck. Und dementsprechend halte ich die Karte doch für relativ generisch und nicht unbedingt themenbezogen oder themenbasiert. Ist aber auch ein sehr, sehr schönes Artwork, muss ich sagen. Dann auch eins meiner Lieblingsartworks, Moonwitch. Und wir kennen natürlich sofort, von welchem Designer das ist. Der ist wieder von Peter Plajovnik. Das hier ist übrigens kein Haar oder Beschädigung, das muss ein Druckfehler sein. Hier ist einfach keine Farbe drauf. Sehr cool. Ist nicht mein richtiges Lieblingsartwork. Mein komplettes Lieblingsartwork ist, glaube ich, eine Zauberkarte, die fast so ähnlich aussieht. Das ist so ein Baum, glaube ich. Den habe ich hier leider nicht mitbekommen, aber auch wunderschön. Schaut euch mal das Artwork an, wie schön das designt wurde. Ja, das ist einfach richtig böse. Ja, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das ist halt richtig cool so. Das ist nicht irgend so eine dämliche Lolita und ach, bin ich cute und bin trotzdem Zombie und hier 8 Jahre alt und so. Und das ist halt wirklich eine richtig böse Hexe, die hier auch in ihrem Pentagramm steht mit den Kerzen im Hintergrund, die Eule und der Vollmond. Das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ey, ohne Witz, keep going. Das ist richtig, richtig geil. Ich hoffe, dass speziell mehr solche Artworks in Zukunft bei Endless Skies erscheinen werden. Wir kommen jetzt dann auch gleich noch zu einem Artwork, das mir gar nicht gefällt und die Artworks von dem entsprechenden Zeichner auch nicht so wirklich. Aber das hier ist wirklich richtig cool und ich finde auch das schwarze Layout mega nice. Es gibt natürlich auch noch andere Farben, die Karten sind nicht alle schwarz. Und dazu werden wir wohl auch jetzt kommen. Jetzt haben wir nämlich mein rotes Layout, hier wieder von Franco Zancelli, der Malik, Keeper of Hell. Endless Skies hat übrigens auf seinem Instagram-Profil immer mal wieder so ein paar Artworks zusammengewürfelt und hat die Leute abstimmen lassen, welches sie am besten finden. Und der hier ist tatsächlich mit einer der beliebtesten Artworks auf der ganzen Seite gewesen. Gehört es nicht zu meinen Lieblingsartworks, muss ich sagen, ist aber trotzdem ein ganz cooler Drache. Und ich finde auch dieses Rot relativ interessant. Vor allen Dingen, da das halt nicht einfach nur rot ist, sondern ich finde da diese Textur mit den dunkleren Rändern und so, das lässt das Ganze nochmal ein bisschen älter wirken und es sieht halt einfach mega nice aus. Also man muss ganz ehrlich sagen, der ganze Look und die ganze Haptik und so, das
fühlt sich halt alles so an, als käme das Spiel wirklich aus den 90er oder frühen 2000er Jahren, so wie er es eben in seinem Brief beschrieben hat. Und jetzt kommen wir zu einem Artwork, zum letzten, wo ich wirklich sagen muss, finde ich richtig kacke. Und zwar ist das der Pyro-Cerberus. Natürlich hat das Artwork auch was Gutes, nämlich zum Beispiel diese Treppen- und Säulenelemente, so wie diese Monde oder was das darstellen soll. Aber das Monster selber, das hier, das ist für mich einfach nur Geschmiere. Und das ist eine Sache, die zieht sich durch viele, viele Artworks vom Zeichner Cynode, falls man ihn so ausspricht. Ich meine, klar kann man als Konsument leicht kritisieren. Ich persönlich könnte das hier natürlich auch nicht zeichnen, ist ja vollkommen klar. Aber ich finde, das ist einfach, ich weiß nicht. Natürlich, den Sinn und Zweck des Feelings, sage ich mal, erfüllt es natürlich. Man hat immer noch das Gefühl, man hält eine Karte aus den frühen 2000ern oder eben 90ern in der Hand. Ja, es ist handgezeichnet, das sieht man auch. Aber ich finde einfach, die Artworks, die sind einfach unglaublich dahin geschmiert. Also ich weiß nicht, das ist ganz, ganz eigenartiger Zeichenstil. Ich habe auch schon Leute getroffen, denen diese Karten gefallen haben. Es ist ja auch immer Geschmackssache und das darf, sollte der Zeichner das hier sehen, auf gar keinen Fall persönlich genommen werden. Ja, das ist, natürlich kann er zeichnen, vollkommen klar. Ich mag halt diesen Stil nicht. Ja, das gefällt mir halt einfach nicht. Und Pyro Cerberus ist halt so mit das Aushängeschild. Es gibt noch eine Karte, die ich noch schlimmer finde. Das ist irgendwie so ein Typ, der sich so ein Messer durch den Kopf rammt und ich musste ungefähr 10 Minuten hingucken, bevor ich überhaupt irgendwas erkannt habe. Davor waren das für mich nur irgendwelche Farbkleckse. Es gibt allerdings auch ein, zwei gute Artworks von ihm, muss ich sagen. Allerdings habe ich die hier leider als Karte nicht parat. Auch übrigens die Rückseite finde ich sehr, sehr gelungen designt. So, und jetzt last but not least kommen wir zur Qualität des Drucks und der Karte an sich. Kommen wir zur Qualität der Karten. Die Kartenqualität, naja, die ist durchwachsen, würde ich mal sagen. Es gibt positive und negative Aspekte, aber eins nach dem anderen. Kommen wir zunächst mal zum Print der Karten. Und da muss ich sagen, was das Artwork angeht, ist die Qualität unglaublich hoch. Also ich muss sagen, das steht Yu-Gi-Oh! Wirklich in nichts nach. Das ist eine hervorragende Qualität. Man erkennt jedes Detail, man erkennt jedes Pigment. Es ist unglaublich schön gemacht, unglaublich gut gedruckt und unglaublich qualitativ hochwertig. Also da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Bild und auf das Layout-Printing. Die Schrift, Leute, die Schrift ist teilweise grauenvoll. Also ich habe speziell dieses Beispiel genommen, weil das zum Beispiel bei dieser Karte richtig furchtbar ist. Man schafft es nicht, ich sitze jetzt ungefähr 10 cm von dieser Karte weg, man schafft es nicht, den Artist zum Beispiel zu lesen. Ja, ich weiß, dass es von Franco Ancelli ist, aber wenn ich die Karte zum Beispiel so halte, auf der Kamera sieht man es jetzt wahrscheinlich, aber so, wenn ich jetzt über die Kamera gucke, sieht das für mich so aus, als würde überhaupt nichts stehen. Das ist halt richtig, richtig im schlecht im Prinzip. Die Überschrift, also Name der Karte, die geht meistens, auch nicht immer, aber meistens, aber speziell der Teil oder auch die Z-ID und speziell der Effekttext, die sind halt wirklich unglaublich schwer zu lesen. Nicht scharf gedruckt, also es ist halt teilweise wirklich sehr, sehr verschwommen, wenn man das mal hier näher ranhält, erkennt man es vielleicht. Also es ist, ich sag mal, scharfer Druck ist was anderes. Und teilweise liegt es natürlich auch daran, dass ich das Gefühl habe, dass einfach die Farbe nicht kräftig genug drauf gedruckt wurde. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Karte hier anschaut, dieses Weiß, ja, das ist irgendwie so ein graues, halbtransparentes irgendwas, also das erkennt man halt auch kaum. Man kann es natürlich lesen, ja, das ist jetzt nicht die Frage, aber es wirkt sich halt optisch einfach ja, mindernd auf die Qualität aus. Also ich muss sagen, da sollte vielleicht noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass bei dem Print was schief lief oder ob das tatsächlich so geplant war, aber das ist halt wirklich schlecht. Das ist halt richtig, richtig schlecht und wird dem Rest der Karte einfach nicht gerecht. Ich verstehe nicht, was bei der Firma schief gelaufen ist. Ich meine, wenn man sich jetzt, wie gesagt, die Bilder anschaut, es ist alles gestochen scharf, es ist alles super gut gemacht. Aber dann im Endeffekt die Schrift, ich weiß nicht, das sieht einfach aus, als hätte man eine hochwertige Karte und eine billige Selfmade-Karte fusioniert, wenn man so möchte. Ja. Und das ist halt einfach schade, muss ich sagen. Ja, ganz, ganz schade. Auf der Rückseite der Karte ist die Qualität des Drucks allerdings wieder gut, ne? Verstehe ich nicht. Also hier ist alles gestochen scharf, kann man eigentlich alles super lesen, auch den kleinen Schriftzug.
Aber naja, was soll's. Jetzt kommen wir erstmal zur Qualität der Pappe. Ja, die Qualität der Pappe, ich muss sagen, sie ist recht dünn. Ja, also ich weiß nicht, wenn ihr zu Hause jetzt zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Diesen Gachi Gachi Gatenso aus dem Yu-Gi-Oh! Structure Deck 2011 habt, ja, oder so eine schöne, billige Adventskalender 2014 Karte. Nehmt die mal in die Hand und versucht die so ein bisschen zu biegen. Ihr werdet merken, das ist wie Gummi, wie ganz leicht biegbar. Da muss man richtig vorsichtig sein und genauso ist das hier auch. Also ich würde fast behaupten, dass die Karte doppelt so dick sein müsste. Also die Pappe ist halt wirklich, ich will nicht sagen qualitativ minderwertig, aber sie ist halt zu dünn. Die Karten so nirmen zu halten, vor allen Dingen wenn es später mal um Holos vielleicht oder sowas geht, wird relativ schwierig sein. Ansonsten muss ich sagen, was ich sehr, sehr gut finde, ist diese Leinenoptik. Also hier ist tatsächlich, ihr habt es vielleicht schon gesehen, so ein raues Muster drauf, das halt wirklich wie Leinen ist. Ja. Und das ist halt richtig, richtig cool. Das gefällt mir sehr gut. Das unterstreicht auch so ein bisschen dieses alte, in Anführungszeichen, was halt quasi weiter oder ja, vermittelt werden soll halt. Ne? Das ist halt richtig gut. Das ist richtig gut. Ansonsten kann ich ja bedauerlicherweise, was die Pappe angeht, jetzt kein allzu gutes Haar daran lassen. Ich würde mir wünschen, dass wenn das Ganze auf Kickstarter durchgeht, dass dann vielleicht beim nächsten Print eine bessere Qualität die Folge ist. Im Prinzip war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich kann bedauerlicherweise nicht so agieren, wie ich das geplant hatte, da ich eben nicht den Stuff bekommen habe, der ursprünglich geplant war und ich dementsprechend, was die Spielbarkeit angeht, nicht damit arbeiten kann. Ihr seht, das ist tatsächlich alles, was ich hier bekommen habe. Damit kannst du halt nicht arbeiten. Also damit kann ich halt tatsächlich nicht irgendwas zur Spielbarkeit sagen. Damit kann ich das Spiel nicht testen. Vor allen Dingen habe ich hier nur Darkness-Karten. Also ich habe hier nichts aus dem Enlightenment-Deck, außer dieses Enlightenment-Werbekärtchen da oben. Und ja, vielleicht diese generische More-Chaos-Karte. Aber ansonsten relativ einseitig. Das ist natürlich scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz stehe ich hinter dem Game, sonst würde ich dieses Video hier niemals machen. Wichtig ist, dass sich Unterstützer auf Kickstarter finden. Er braucht einen gewissen Betrag, um genau zu sein 28.000 Euro, um den nächsten Schritt gehen zu können. Er hat jetzt knapp 500 und wir haben noch Zeit bis zum 12. April. Also wenn ihr Bock auf das Game habt, wenn ihr sagt, das gefällt euch und ihr sehen wollt, wie sich das Spiel entwickelt und vielleicht sogar von Anfang an mitsammeln wollt, damit ihr dann nicht in 10 Jahren wieder alles nachkaufen dürft, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn sich der ein oder andere Unterstützer auf Kickstarter findet. Es ist auch nicht so, dass hier jeder ein Vermögen bezahlen muss, wenn sich viele Leute finden, die nur 1 Euro zahlen. Ja, nehmen wir jetzt mal an, alle meine Abonnenten, ich habe zahlen nur 1 Euro, hätten wir sofort 2.500 Euro zusammen. Ich persönlich habe auch schon ein bisschen was dagelassen, ungefähr 23 Euro. Ich habe mir die beiden Decks gesichert, jeweils einmal. Und werde das Ganze einfach mal weiter verfolgen. Ich versuche mal, diesen Kickstarter-Link irgendwie in die Videobeschreibung zu packen. Ansonsten schaut halt einfach mal auf seinen Kanal, den verlinke ich euch, und auf sein Instagram-Profil. Dort werdet ihr wahrscheinlich auch Links zu seinem Kickstarter-Projekt finden. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier vielleicht ein bisschen schmackhaft machen, zumindest dafür sorgen, dass ihr euch eine Meinung drüber bilden konntet und einfach mal davon gehört habt. Wir sehen uns dann wieder zu einem Yu-Gi-Oh!-Video, keine Sorge. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.